Meh, Angriff. Gibt kein Entkommen. Meil. Der Bock kommt. Hui. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Ellenring. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, gibt es eine richtig, richtig witzige Art zu kämpfen, die ich für mich entdeckt habe. Und das ist der Mäh-Angriff, wie ich ihn gerne nenne. ja, und der macht übel Schaden, der macht übel Spaß. Das ist einfach geil. Und deswegen zeige ich jetzt einmal, was ihr dafür braucht. Ihr braucht die Weapon Art Blitzbock. Das Ganze habe ich wieder auf das solide Urumi gemacht, was mit Geschicklichkeit auf S skaliert. Und der Blitzbock skaliert auch wegen dem Blitzschaden auf Geschicklichkeit. Deswegen passt das perfekt zusammen. Und ja, und dann habe ich da einfach verschiedene Sachen draufgepackt. Natürlich die Ziegenbock-Rüstung, die darf natürlich nicht fehlen für 100 Gleichgewicht. Den Ziegenbock-Talisman, nochmal Verteidigung. Den blitzenden Skorpionstalisman für noch mehr Schaden und natürlich die Scherbe von Alexander. In die Arznei natürlich gesprungene Blitzschleierträne. Und dann ist es ganz schön witzig, damit anzugreifen. Mäh! Und let's go! Yes! Einfach nur geil. Wo ihr das Urumi findet, das habe ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt. Gestern sogar. Aber den Blitzbock, den zeige ich euch auch ganz kurz, wo es die Weapon-Art gibt. Die ist nämlich ein bisschen versteckt. Dafür müsst ihr nämlich hier oben auf dieses Plateau. Und das erreicht ihr, indem ihr hier einmal rumgeht, komplett. Und dann hier wieder hoch. Und dann ist hier ein Käfer, der die Weapon-Art fallen lässt. Ich hatte die bislang auch noch nicht. Deswegen auch für mich sehr spannend. Und ich finde es ultra, ultra witzig, wie man ja die Bosse auch mit besiegen kann. Also, wie kam man auf die Idee, so eine Weapon Art ins Spiel zu bringen? Schaut euch das mal an. Das ist einfach dumm. Yay. Es braucht ein bisschen viel Kondition, aber sonst ist es übel witzig. Ja, mehr habe ich heute gar nicht mit euch zu teilen. Ich habe es im letzten Stream ausprobiert. Ich fand es übel witzig und ich wollte euch zeigen. Gerne ein Like auf dem Video lassen. Gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nicht noch mehr solche geilen Sachen verpassen wollt. Ist auch gerade Update 1.0.5 rausgekommen mit ganz vielen Bugfixes und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das auch so witzig findet wie ich oder nur ich das bin, der das so witzig findet, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!